Herzlich willkommen zu Sams Lästerstunde heute. Ich möchte euch heute verraten, warum ihr auf gar keinen Fall auf Amazon verkaufen solltet. Ich habe jetzt schon viele Videos heute gesehen darüber, wie viel man ja mit Amazon verdienen kann und damit kann man in einem halben Jahr 50.000 Euro machen. Ja, klar kann man das. Es braucht eine dicke Investition an Produkten. Weil wenn du was auf Amazon verkaufen lassen willst, dann musst du in dieses Amazon FBA Programm deine Produkte einlagern lassen. Was ist das? Das ist ein Service, wo du zum Beispiel aus China oder eigene Produkte, die du zum Beispiel selber hast, private labeln lassen, also einfach dein Produktlabel drauf geklatscht hast, kannst du es denen hinsenden und die verschicken das alles für dich und dann kannst du somit auch über Amazon dann verkaufen. Mit Amazon zusammen in Kombination ist das ein völlig blödes Modell, weil jedes Mal, wenn du einen Verkauf auf Amazon machst, dann nehmen die einen sehr großen Teil von deinem Umsatz dir einfach weg, dafür, dass sie es im Prinzip die Produkte an ihre Kunden anbieten und du dann von dem Kundenstamm was auch abbekommen kannst. Finde ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt frisch anfangen würde, finde ich, es ist ein total beschissenes Modell einfach, weil die einfach sehr viel Geld wegnehmen und für die Arbeit, die du da reinsteckst, kannst du sehr viel mehr mitmachen. Ich sag nicht, dass das FBA-Programm scheiße ist, ich sag, dass das Verkaufen über Amazon scheiße ist. Du sammelst so gut wie keine Kundendaten, du musst was an Amazon bezahlen. Aber jetzt auch die gute Sache daran ist, wenn du auf Amazon gerade was verkaufst, du brauchst kaum Marketing-Skills. Also wenn du jetzt noch absolut keine Ahnung hast, wie du Leute überzeugen kannst, wie du ein Produkt so in Szene setzt, dass das auch Leute außerhalb kaufen von Amazon, dann würde ich jetzt wirklich auf so einen Marktplatz gehen. Ich meine, du hast sicher schon Produkte auf eBay verkauft und dafür hat es sich auch keine großartigen Skills gebraucht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Shopify-Store hast und du verkaufst dann damit was und musst Ads draufschalten, also im Prinzip Werbeanzeigen schalten, dann brauchst du mehr Skills. Das ist jetzt halt so der einzige positive Effekt an dem ganzen Amazon-Ding. Was ich finde, du kannst die Learning Curve ist halt schneller. Du weißt, aha, ich habe das FBA-Programm, aha, ich mache mir einen Account auf Amazon und verkaufe dann meine Produkte dort. Ich mache eine schöne Beschreibung, ansprechenden Titel, schau, was bei den Bestsellern, wie der Titel ungefähr ist, kopiere den ungefähr runter und dann hast du schon ein Produkt, wo du schon ein paar Sachen mal verkaufst, musst halt eine kleine Investition halt tätigen, um den Lagerbestand beim FBA zu füllen. Klar, deswegen sagen manche, ja, du brauchst mindestens 1.000 Euro oder so, um anzufangen. Ich jetzt aber hingegen sage euch, ihr braucht nur $30, um anzufangen, weil ihr einfach hingehen könnt, euch einen Shopify-Store bauen könnt. Ihr könnt ganz gechillt einfach Produkte von AliExpress in euren Shop einbauen und dann mit ein bisschen Paid-Ads, also mit Facebook-Werbung, Google-Werbung, Newsletter-Marketing, könnt ihr einfach auf euren eigenen Shop Ads draufladen. So bekommt ihr dann eure Kunden. Die Gewinnspanne, die ist dann halt viel höher, weil ihr diesen Cut, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viel es auf Amazon waren, den habt ihr bei Shopify zum Beispiel nicht. Die einzigen Gebühren, die ihr halt zahlen müsst, sind Produkt und Payment Processing, also PayPal oder Stripe oder je nachdem, was ihr halt benutzen wollt, wo die ganzen Zahlungen durchgehen. Die verlangen in der Regel zwischen 1 und 3% und das sind die einzigen Kosten. Ihr habt ja im Prinzip diesen scheiß Cut an Amazon nicht mehr drin und könnt dann demnach viel schneller auch hochskalieren. Und dieses ganze Modell ist halt richtig gut, weil ihr keine Lagerkosten habt. Ihr müsst nichts einlagern lassen und könnt demnach, wenn ein Kunde bei euch einkauft, erst die Ware raussenden und müsst demnach kein Lager haben. Wenn ihr jetzt aber schon euch fürs FBA-Programm angemeldet habt und ihr habt schon ein paar Produkte eingekauft, könnt ihr über ein Plugin, das nennt sich ShipStation, könnt ihr euren Shopify-Store und das FBA-Programm miteinander verbinden und könnt über Shopify dann im Prinzip eure FBA-Produkte verkaufen, sodass ihr den scheiß Cut an Amazon nicht mehr abgeben müsst und habt dann so den riesen Vorteil eben, dass ihr eine riesen Marge habt. Ja, ich sag's jetzt mal so, wie die ganzen anderen Leute hier auf YouTube behaupten, dass sie irgendwie in einem halben Jahr 50 Riesen machen. Leute, das ist absolut gar nichts, ja. Das könnt ihr in 2-3 Wochen machen, wenn ihr das richtig macht, mit einem schönen Shop, mit einem schönen Funnel. Wenn ihr Amazon außen komplett vorlasst und ihr einfach richtig, richtig gut im Marketing werdet und auch keinen Schiss davor habt, mal in Ads zu investieren. Überlegt doch mal, wenn euch ein Kunde 2 Euro kostet oder 3 oder 4 oder 5, bis er in eurem Shop was einkauft und euer Warenkorbwert im Durchschnitt 20 Euro sind. Jetzt überlegt mal, wie viel Euro würdet ihr in euren Shop, in euer Advertising, wie viel würdet ihr investieren, wenn ihr genau wisst, ich stecke 5 rein und ich in 2 Wochen kriege ich 20 wieder raus. Wie viel würdet ihr reinstecken? Und da liegt die Kraft drin. Das könnt ihr bei Amazon so gut wie gar nicht machen. Und deshalb, es gibt Leute, die mit Dropshipping innerhalb von, oder halt mit dem ganzen E-Commerce-System
die wirklich innerhalb von kürzester Zeit, die in einem Jahr eine Million geknackt haben oder sogar noch früher. Und wenn ihr das Ganze auf ein nächstes Level bringen wollt, dann könnt ihr auch einen Funnel dazu aufsetzen, wo ihr dann im Prinzip nur ein einziges Produkt drin habt, da euer komplettes Advertising reinballert. Super simple Sache und ihr braucht wirklich nicht diesen scheiß Amazon bei euch mit drin haben, der euch einfach mal so viel Prozente abzwackt und ja, ihr habt einfach dieses ganze Lagerdenken nicht mehr im Kopf, das braucht ihr dann nicht mehr. Dann rechnet ihr nur noch aus, was kostet mich ein Produkt, was kostet es mich, einen Kunden in meinen Store zu bringen und wie viel Marge kann ich draufschlagen und das war's dann. Dann könnt ihr wirklich Vollgas geben und müsst einfach die ganze Zeit nur noch euch aufs Advertising konzentrieren, lernt euer Skillset und werdet immer besser drin und von dort aus könnt ihr skalieren. Wenn ihr einen profitablen Shop habt, könnt ihr euch noch den zweiten dazu aufbauen. Und wenn ihr dann zwei habt, könnt ihr mit dem ersten Shop den zweiten finanzieren, sodass der zweite Shop innerhalb von vielleicht von ein paar Wochen sogar schon euch so ein Vollzeiteinkommen beschert im Vergleich, wenn ihr jetzt ein neues Produkt auf Amazon oder so launcht. Das braucht auch wieder voll die Anfangszeit. Und ich würde niemals, vor allem nicht, wenn ich jetzt weiß, ich habe vielleicht nur 200 oder 300 Euro, würde ich niemals anfangen, auf Amazon was zu verkaufen, sondern ich würde mir einen Shopify-Account holen und ich würde anfangen, mit den restlichen 270 zum Beispiel, würde ich dann einfach hingehen und anfangen, Facebook-Ads zu lernen, einfach mit 5 Euro am Tag dann ein paar Ads schalten, ein paar Free-Plus-Shipping-Angebote raushauen, also Produkte verschenken und Versand bezahlen und dann halt über die ganzen Upsells Kohle zu machen. So funktioniert das ganze Business und wirklich, Leute, lasst die Finger von diesem Amazon-Scheiß, das ist sowas von unnötig, meine kleine Lästerstunde heute. Also jetzt wisst ihr genau, warum ich persönlich niemals auf Amazon verkaufen werde und warum ich es auch niemandem empfehle, genauso wenig wie ich meiner Mama empfehlen würde, Network Marketing beizutreten. Wir sehen uns im nächsten Video, abonniert den Channel, wenn euch das Video gefallen hat, denn ich poste hier den besten Content für euer Dropshipping-Business, für euer E-Com-Business. Ihr lernt hier super geiles Advertising und einfach abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ciao.